Einen wunderschönen Abend hier im Bruno-Kreisky-Forum. Schön, dass Sie alle heute hierher gekommen sind zur traditionellen, zum Hochamt sozusagen des Bruno-Kreisky-Buchpreisverleihens. Mein Name ist Sonja Kato und ich darf Sie hier heute herzlich willkommen heißen. Wir freuen uns nicht nur, dass das Haus hier gefüllt ist, sondern wir freuen uns auch, dass wir den heutigen Abend wieder live aus dem Bruno-Kreisky-Forum senden dürfen und all jene, die uns jetzt über ihre mobilen Geräte oder über ihren Computer, über einen Laptop zuschauen, sollen sich mit uns freuen hier, dass nicht nur alles gut besetzt ist, sondern dass wir auch hochrangigste Gäste unter uns haben. Und es ist eine besondere Freude, Sie zu begrüßen, sowohl in Ihrer Funktion als Präsidentin des Renner-Instituts, aber natürlich auch als zweite Nationalratspräsidentin. Liebe Doris Burris, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr, dass die Preisträger und Preisträgerinnen anwesend sind. Leider müssen wir Marlene Engelhorn krankheitsbedingt entschuldigen, aber ich darf sie um einen Riesenapplaus ersuchen für den Verlag Philipp Scheriau, Alexia Weiß, Judith Kohlenberger und Robert Menasse. Schön, dass ihr alle hier seid. Man hat mir gesagt, dass die Anwesenden zum Nationalrat Selma Yildirim und Christian Oksanitsch da sind. Ich kann sie nicht sehen, möglicherweise sitzen sie aber auch um die Ecke. In diesem Sinne ein herzliches Willkommen. Wen ich allerdings sehen kann, ist die ÖGB-Bundesfrauenvorsitzende, Vizepräsidentin des ÖGB und Bundesrätin Corinna Schumann. Schön, dass du hier bist. Bundesministerin außer Dienst, Helga Konrad, schön, dass du hier bist. Ein herzliches Willkommen im Kreisky-Forum. Eine besondere Freude, die außer Dienst stehende Präsidentin, dritte Präsidentin des Nationalrats, Doktorin Heide Schmidt. Schön, dass Sie hier bei uns sind. Der Vorsitzende der Jury des Bruno-Kreisky-Buchpreises ist natürlich auch bei uns langjähriger Delegationsleiter der sozialdemokratischen Fraktion im Europäischen Parlament, Stadtregierungsmitglied und. Lieber Hannes Woboda, schön, dass du da bist. Wir freuen uns, dass die Direktorin des Renner-Instituts, Maria Maltschnick, da ist. Herzlich willkommen, liebe Maria. Und es wird auch noch im Verlauf des Abends Gertraud Auer, die gastgebende Hausherrin hier im Bruno-Kreisky-Forum, zu uns stoßen. Sie ist auf der Rückreise aus Israel und, wie ich gehört habe, gerade noch im Taxi, hat uns aber gebeten, dass wir beginnen dürfen. Ich freue mich auch, und das ist natürlich an einem Abend wie dem heutigen nicht anders möglich, dass so viele Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartner hier bei uns sind, der Wiener Städtische Versicherungsverein. Wir freuen uns, dass die Puber Privatstiftung zur Unterstützung und Bildung von Arbeitnehmerinnen vertreten ist durch Stiftungsvorstand Norbert Pelzer und Johannes Schauhuber. Ein herzliches Willkommen euch beiden. Das Echo Medienhaus, auch ein wichtiger Kooperationspartner, ist durch Dr. Helmut Schneider vertreten. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Lieber Christoph Matznetter, dich? Nein? Nein? Hätte ich gerne hier begrüßt. Jedenfalls ist der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband ein weiterer Kooperationspartner. Und als ich vor einigen Wochen der Moderation heute zugesagt habe, dann habe ich das deswegen auch getan, weil ich gewusst habe, das ist ein ganz, ganz besonderer Abend mit ganz, ganz wertvollen Autorinnen, Autoren und natürlich auch Gästen. Aber ich freue mich, Ihnen jetzt schon ankündigen zu dürfen, dass auch der frisch gewählte SPÖ-Bundesparteivorsitzende Andreas Babler später zu uns kommen wird, nur dass Sie auch wissen, was ich weiß. Und Sie werden damit heute, glaube ich, einen Abend erleben, an dem es viel
Informationen aus erster Hand geben kann. Ich darf jetzt zu Beginn, und das gerne und auch traditionellerweise für eröffnende Worte an dich übergeben, liebe Doris Burres. Bitte schön. Ja, liebe Sonja, danke für die freundliche Begrüßung und auch für den Wissenstransfer, der gleich stattgefunden hat. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Preisträgerinnen und lieber Preisträger, herzlich willkommen im Kreisky-Forum. Ja, und beim Namen Bruno Kreisky könnte man ja manchmal den Eindruck bekommen, dass Bruno Kreisky für alles Mögliche herhalten muss. Wenn man da zum Beispiel nur daran denkt, wenn manche Männer von Kurz bis Kickl sich auf ihn berufen, die ja wahrlich nicht weiter weg sein könnten von seinem Erbe. Aber dafür steht der heutige Bruno Kreisky benannte Buchpreis eben idealtypisch für das Erbe dieses großen Sozialdemokraten. Seine intellektuelle Kapazität, seine Freude an Literatur, aber an der Sprache allgemein, könnten keinen besseren Namensgeber dieses Buchpreises haben. Und der sehr professionelle und auch umsichtige Juryleiter Hannes Swoboda wurde ja auch schon begrüßt. Dem ist es zu verdanken, dass wir heute wieder sehr renommierte Preisträgerinnen auszeichnen können. Der Bruno Kreisky-Preis für das politische Buch macht seinem großen geistigen Erbe eben alle Ehre. Die entsprechenden Laudationes, die werden ja noch folgen. Aber ich möchte auch, bevor Andreas Babler kommt, eines noch vorweg sagen. Also ich denke, wenn es etwas Gutes hatte, dass sich die Sozialdemokratie in den letzten Wochen einem wird denken, doch äußerst turbulenten, möglicherweise auch einen etwas schmerzhaften Klärungsprozess unterzogen hat, dann ist es die Tatsache, dass sich viele Persönlichkeiten wieder für die sozialdemokratische Bewegung begeistern und interessieren konnten. Und Bruno Kreisky hat ja zu Recht immer auf den Wert der Einheit der Partei hingewiesen. In Österreich ist es im Unterschied zu anderen Ländern nie zu einer tiefgreifenden Spaltung der Sozialdemokratie gekommen. Es war und ist Männern und unzähligen Frauen in der Sozialdemokratie zu verdanken, dass innerhalb unserer Bewegung viele Strömungen Platz gefunden haben und sich mit den Zielen der Sozialdemokratie auch identifizieren können. Und ich denke, dass nur diese pluralistische Breite auch jene Integrationskraft uns verleiht, die eben Spaltungsversuche jedweder Art abprallen lassen. Und deshalb möchte ich es auch besonders erwähnen, dass ich mich freue, dass der heutige Hauptpreisträger eben auch als Person ein guter Beweis dafür ist, dass die Sozialdemokratie eben auch diese Pluralität und diese Breite aufweisen kann. Seine schriftstellerische Qualität kommt einmal mehr in seinem eben aktuellen Werk, die Erweiterung, zum Ausdruck. Und einmal mehr gelingt es Robert Menasse, einen anspruchsvollen Unterhaltungsroman vorzulegen, der die Geschichte der Europäischen Union in aller ihrer Widersprüchlichkeit und Tragik auch auffächert. Die Komplexität der Europäischen Union mit literarischen Erzählungen voller Leben und voller Leidenschaft zu verknüpfen, schafft aber auch nur jemand, der diesen tiefen Einblick in die europäische Architektur genommen hat. Mit Marlene Engelhorn, die leider erkrankt ist und heute entschuldigt wurde, wird eine Kronzeugin für Verteilungsgerechtigkeit und eine Anklägerin leistungslosen Reichtums heute geehrt. Judith Kohlenberger nimmt das heiß umkämpfte Thema Migration und Flucht zum Anlass, um überhitzter, politisch gewollter Hysterie kühle Rationalität entgegenzusetzen.
Und Alexia Weiß wiederum plädiert mit ihrer Streitschrift für einen völligen Neustart in unserem Bildungssystem. Der Verlag Kremmeier & Scheria wird insgesamt für seine besonderen verlegerischen Leistungen ausgezeichnet. Meine sehr geehrten Damen und Herren, noch einmal herzlich willkommen hier im Bruno-Kreisky-Forum. Geschätzte Preisträgerinnen, als Präsidentin des Renner-Instituts gratuliere ich Ihnen sehr herzlich zu diesem doch so wichtigen Preis, den wir zu vergeben haben. Sie werden diesen Titel auch Preisträgerinnen des Bruno-Kreisky-Preises für das politische Buch alle Ehre machen und dem gerecht werden. Und ich wünsche Ihnen daher von Herzen alles Gute, bedanke mich und ja, wünsche uns allen noch einen aufschlussreichen und interessanten Abend. Danke. Herzlichen Dank, Doris Bures. Danke vielmals auch schon für die Einbegleitung in diesen heutigen Abend. Ich darf jetzt an Maria Malcznik das Wort übergeben, die sozusagen eine gesammelte Laudatio auf die vier sozusagen Preisträger, wir reden über den Verlag, wir reden über die drei Förder- und Anerkennungspreise, halten darf. Liebe Maria, die Bühne gehört dir. Vielen Dank, Sonja. Einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich habe heute auch die ehrenvolle Aufgabe, gleich eine Jurybegründung für vier Preise vorzutragen und möchte aber zu Beginn noch einmal ganz kurz auch auf das Selbstverständnis des Bruno-Kreisky-Preises zurückkommen. Wir beschreiben dieses Selbstverständnis als ein alljährliches Einstehen für Freiheit, Gleichheit, soziale Gerechtigkeit, Solidarität, Demokratie, sozialer Zusammenhalt, Toleranz, aber auch die Freiheit der Kunst, ganz im Sinne Bruno Kreiskys. Und das bedeutet für uns natürlich auch das Ziel zu verfolgen, alljährlich innovative Beiträge, alternative politische Projekte und Ansichten und frische Gedanken in die österreichische politische Debatte einzubringen. Und das mittlerweile seit 30 Jahren. Und genau dieses Ansinnen, diese frischen und innovativen Ideen in die Debatte einzubringen, scheinen uns gegenwärtig auch dringlicher denn je. Und man könnte ja der österreichischen Debattenkultur einen Hang zu einer gewissen Trägheit unterstellen und dass sie vielleicht auch gerade in schwierigen Zeiten besonders widerständig gegen Veränderungen argumentiert. Und dazu kommt dann auch noch manchmal oft eine Neigung zu Fatalismus. Umso mehr ist es mir bei der heurigen Preisverleihung eine große Freude, mit einem Programmpunkt zu beginnen, der ein konzentriertes Aufbrechen dieser verkrusteten Debatte und das Verjagen der Mieselsucht und mit innovativen Ideen bedeutet. Es freut mich deshalb sehr, als Mitglied der Jury heute die Entscheidung für den Preis für besondere verlegerische Leistungen, für den Sonderpreis Arbeitswelten, Bildungswelten und die zwei Anerkennungspreise begründen zu dürfen. Ich beginne mit dem Preis für besondere verlegerische Leistungen. Dieser geht an den Verlag Kremmeier und Scheriau. Der Verlag Kremmeier und Scheriau wurde im Jahr 1951 von Rudolf Kremmeier und Wilhelm Scheriau gegründet. 1966 beteiligte sich Bertelsmann am Verlag und 1991 wurde dann der Orag Sachbuchverlag übernommen. Zu den großen Erfolgen der Vergangenheit gehören unter anderem Hugo Portisch und sein Opus Magnum Österreich I und Österreich II, die, wie sollte es hier auch anders sein, Memoiren von Bruno Kreisky und auch das österreichische Jahrhundert von Helmut Anditsch. Einen besonderen Schwerpunkt seit langem und vor allem auch gegenwärtig bilden kritische Sachbücher, die den gesellschaftspolitischen Diskurs in Österreich bereichern. Alleine die essayistische Reihe Übermorgen, die seit 2020 prägnant und spitz Antworten auf Fragen an das Übermorgen geben will, möchte ich dabei herausstreichen. Expertinnen aus den unterschiedlichen Disziplinen und Denkrichtungen sind eingeladen, in kurzen, pointierten und überraschenden Texten einen Begriff
und dessen Assoziationsraum zu vermessen. Ebenso hervorhebenswert ist das 2015 ins Leben gerufene Literaturprogramm mit dem Fokus auf junge österreichische Gegenwartsautorinnen und Autoren. Es zählt zu den spannendsten Literaturprogrammen des Landes, da es dem Spiel mit Sprache viel Raum und freien Lauf lässt und der Literatur damit Innovationsräume eröffnet. Sehr geehrter Herr Scheriau, danke an Sie und Ihr Team, Österreichs Verlagslandschaft derart zu bereichern und so auch mitzuhelfen, dieses Land einfallsreicher, mutiger und zuversichtlicher zu machen. Vielen Dank. Und wie sehr die Jury des Kreiske-Preises die Arbeit ihres Verlags schätzt, drückt sich auch darin aus, dass die drei Bücher, die wir außerdem hier und jetzt auszeichnen, also der Sonderpreis Arbeitswelten, Bildungswelten und die zwei Anerkennungspreise, allesamt von Autorinnen von Krämer und Scheriau stammen. Ich beginne mit dem Sonderpreis Arbeitswelten, Bildungswelten. Dieser geht dieses Jahr an Alexia Weiß für das Buch Zerschlagt das Schulsystem und baut es neu, eine Streitschrift. Kaum ein politisches Thema ist mehr verbunden mit der österreichischen Sozialdemokratie wie das Bildungsthema. Und nicht zuletzt liegen ja auch die Wurzeln der SPÖ in den Arbeiterbildungsvereinen des 19. Jahrhunderts. Und seit der Habsburger Monarchie ist die Bildungsfrage ein Kulturkampfboden der österreichischen Politik. Und schließlich für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten auch immer ein zentrales Werkzeug der Reform der Gesellschaft und der Veränderung der Welt. Und ja, derzeit ist das österreichische Schulsystem auch ein Fall für mutige Reformpolitik. Hier gibt es viel zu tun, möchten wir die großen Herausforderungen der Zeit bewältigen. Die Journalistin und Autorin Alexia Weiß zeigt in ihrem Buch, wie groß die Unzufriedenheit mit dem österreichischen Schulsystem bereits ist. Bei den Pädagoginnen und Pädagogen und bei den Eltern. Der Druck und das Pensum sind groß. Der Schulalltag bewegt sich zwischen Über- und Unterforderung der Kinder und Überlastung der Lehrenden und Eltern. Alexia Weiß beschreibt in diesem Werk mutige Ansätze, wie in einem inklusiven Schulsystem die Bedürfnisse jedes einzelnen Kindes in den Vordergrund gerückt, Defizite ausgeglichen und Talente gefördert werden. Dabei müssen die physische, die psychische, aber auch soziale und ökonomische Situation eines Kindes im Zentrum stehen. Liebe Alexia Weiß, herzlichen Dank für diese Streitschrift. Sie liegt bei sehr vielen fortschrittlichen politischen Kräften auf dem Schreibtisch und wird mit Sicherheit auch oft zur Hand genommen. Gratulation zum Sonderpreis. Der erste von den zwei Anerkennungspreisen wird heuer an Judith Kohlenberger vergeben für ihr Buch Das Fluchtparadox. Die Kulturwissenschaftlerin und Migrationsforscherin Judith Kohlenberger beschäftigt sich seit 2015 mit einem Thema, das die öffentliche Wahrnehmung von aktuellen Problemlagen dominiert, nämlich Fluchtmigration und Integration. Seit Jahren ist sie eine Stimme der kritischen Analyse, der Vernunft, der Humanität und der Lösungsorientierung. Sie wirft sich, so wie auch aktuell wieder in der Debatte um den EU-Migrationspakt, sprichwörtlich in das Getümmel und zeigt Widersprüche, Lebenslügen und unmenschliche Praktiken auf. Sie demaskiert alle, die über Flucht und Flüchtende sprechen, um die destruktive Debatte zu verfestigen. Jene, die aus dieser Debatte politisches Kleingeld schlagen und nicht im Traum daran denken, tatsächlich Lösungen anzubieten, geschweige denn sinnvolle und menschliche Lösungen anzubieten. In ihrem heute auszuzeichnenden Buch Das Fluchtparadox greift sie erneut die großen Widersprüche der Asylpolitik auf. Einen der problematischsten möchte ich hier kurz erwähnen. Unzählige Betroffene müssen in den meisten Fällen illegal Grenzen überqueren und damit Recht brechen, um einen Asylantrag stellen zu können. Schon im Herkunftsland einen Asylantrag zu stellen, ist praktisch nicht möglich.
internationales Recht, das mit der Menschenrechts- und der Flüchtlingskonvention viele Rechte festschreibt, und nationale Rechtsvorschriften der Zielländer stehen einander im Weg. Und eine Konsequenz dieses Paradoxons ist die pauschale Kriminalisierung Flüchtender, was dann wiederum auch die Debatte darüber auf negative Bahnen lenkt. Und ebenso warnt Judith Kohlenberger eindringlich davor, zwischen verschiedenen Gruppen von Flüchtenden und Vertriebenen zu unterscheiden. Denn eine Hilfs- und Aufnahmebereitschaft, die auf Ungleichbehandlung und willkürliche Benachteiligung aufbaut, wird politisch nichts lösen und die Rechtsnormen und europäischen Werte im schlimmsten Fall aushöhlen. Die europäische und österreichische Debatte scheint sich so oft im Kreis zu drehen. Und Judith Kohlenberger weist immer auf Möglichkeiten hin, diese Kreisläufe zu durchbrechen und zu einer Politik zu finden, die Recht nicht bricht, aber lösungsorientiert ist und Solidarität und Menschlichkeit zulässt. Liebe Judith, herzlichen Dank für dein unermüdliches Auftreten, Aufzeigen, Zurechtrücken und Lösungen anbieten. Herzliche Gratulation. Die zweite Preisträgerin des Anerkennungspreises, Marlene Engelhorn, kann ja heute aus gesundheitlichen Gründen leider nicht hier sein. Aber auch sie wirft sich in die Schlacht um die Verschiebung und Umwertung der öffentlichen Debatte. Ihr Buch mit dem knappen, aber programmatischen Namen Geld rührt an zentralen Fragen und gibt spannende Antworten darauf. Sie entwirft eine Vision einer gerechten und demokratischen Gesellschaft. Ihre Arbeit ist bemerkenswert. Wer ihr ein E-Mail schreibt, findet eine Adresse vor, die mit Tax Me Now endet. Und hier entspringt schon ihr gesellschaftliches Engagement. Sie ist eine Millionenerbin. Sie bezeichnet sich selbst öffentlich als stinkreich. Und mit der Aussage, sie möchte 90% ihres Erbes spenden, suchte sie das Licht der Öffentlichkeit. Warum? Mit diesem Schritt wollte sie auf das gesellschaftspolitische Problem der Intransparenz von Reichtum und dem demokratiepolitischen Schaden, den Überreichtum anrichtet, hinweisen. Ihre persönlichen Erfahrungen, ihre gesellschaftspolitischen Thesen und ihre damit verbundenen Forderungen hat sie nun in diesem Buch veröffentlicht. Sie stellt drängende Fragen. Wie viel ist genug? Was ist das gute Leben für alle? Wie wollen wir teilen? Und ganz besonders wichtig, in wessen Händen liegt das Recht, das alles zu entscheiden? Marlene Engelhorns Analysen gehen wirklich ins Eingemachte. Der gerne verbreitete Selfmade-Mythos ist für sie widerlegter Unsinn. Sie stellt präzise Fragen. Welche Menschen haben wirklich quasi unsichtbar für das Vermögen anderer gearbeitet? Wer hat dem Selfmade-Menschen den Haushalt und die Sorgearbeit abgenommen? Und wer hat das Produkt hergestellt? Wir wirtschaften arbeitsteilig, Wohlstand wird gemeinsam hergestellt, aber ungleich verteilt. Damit verbunden wird Macht extrem ungleich zugeteilt. Grundversprechen der Demokratie werden so gebrochen und die Debatte über Leistung wertlos. Frau Engelhorn kämpft übrigens gemeinsam mit immer mehr Millionenerbinnen und Millionenerben in unterschiedlichen Ländern unermüdlich in der Öffentlichkeit dafür, dass unsere Steuersysteme verändert werden, und macht auch Vorschläge dazu. Und vor allem kämpft sie auch aufklärerisch darum, dass die Funktionsweisen unserer Verteilung von Reichtum und Macht besser verstanden werden und auch unsere Bewertungsrahmen und Wertvorstellungen verändert werden. Denn erst dann können wir grundlegend etwas ändern. Im Namen der Jury danke ich den Preisträgerinnen und Preisträgern für ihre Arbeit und gratuliere noch einmal sehr herzlich zum Bruno-Kreisky-Preis für das politische Buch. Herzlichen Dank. Wir dürfen jetzt zur Überreichung der Urkunden schreiten. Lieber Michael, wie hast du es dir vorgestellt? Auf die Bühne kommen. Jawohl, alle auf die Bühne kommen. Und Maria und Hannes Swoboda überreichen die Preise. Ich gehe ein wenig aus dem Bild. Vor der Bühne, noch besser, genau. Wahrscheinlich kann man mich jetzt nicht mehr über den Livestream sehen, aber hören. Sie werden
jetzt erleben, wie die Urkunden überreicht werden von Doris Bures, Hannes Swoboda und Maria Malcznik. Zunächst an den Repräsentanten von Grenmayer-Scheriau und dann an die beiden anwesenden Autorinnen Judith Kohlenberger und auch hier Handshakes, und Astrid Knie, unsere Fotografin, ist ein bisschen außen vor. Wir werden das noch, glaube ich, an geeigneter Stelle nachstellen, damit die Fotos gut sind. Jetzt an Alexia Weiß ein Riesenapplaus, und ich darf alle Ausgezeichneten bitten, auf die Bühne zu kommen. Herr Scheriau, vielleicht darf ich Sie zur Fensterseite bitten und Ihnen auch gleich eines der Mikrofone zur Auswahl stellen. Es gibt Orange oder Nackert. Sie nehmen Orange. Und ich nehme an, es ist ein Danke, oder? Das wir jetzt von Ihnen hören. Verlagspreis, die drei Autorinnen. Also schön, dass Sie hier sind. Ja, danke vielmals. Auch von mir einen guten Abend. Ich darf ja den Preis heute in Vertretung übernehmen. Und mein Vater hat immer gesagt, kurze Reden sind gute Reden. Das heißt, ich möchte mich vielmals für den Preis bedanken. Dankeschön. Natürlich auch bei unseren Autorinnen. Drei Preise zum 30-jährigen Jubiläum finde ich großartig, wirklich. Und weil der Verlag auch ausgezeichnet wurde, möchte ich mich bei meinem Team bedanken, das heute fast komplett anwesend ist. Mir ist es aber auch ganz wichtig, mich bei der damaligen Verlagsleitung zu bedanken, der Stefanie Jaksch, ohne die das sicher nicht möglich gewesen wäre. Also auch hier ein Danke von mir. Kurz und bündig und nichts vergessen, das muss man Ihnen auch erst einmal nachhüpfen. Jedenfalls schön, dass Sie hier bei uns sind, und danke auch, dass Sie Ihr Team mitgebracht haben. Ich glaube, das bedeutet, wenn ich das richtig interpretiere, auch den Autorinnen viel. Ja, wir haben die Themen Geld, wir haben die Themen Flucht, wir haben die Themen Bildungssystem. Also ich würde sagen, wir haben alles, was wir brauchen, um eine Weltordnung neu zu schreiben. Judith Kohlenberger, nachdem Marlene Engelhorn nicht da ist, sonst hätte ich mit dem Geld begonnen, fangen wir... Ja, was dazu sagen, notfalls. Ja, das ist wohl wahr. Blicken wir doch mit, ja, wahrscheinlich gar nicht mal einem lachenden und einem weinenden, sondern einem verzweifelten und einem weinenden Auge auf das Thema deiner sozusagen Betrachtungen, deinem sozusagen forscherischen Lebensthema, wenn man so will, aber auch dem Preis, für den du heute ausgezeichnet wurdest. Es sind aktuelle politische Verhandlungsergebnisse momentan im Raum. Wir erleben, wie europäische Mitgliedstaaten, auch die Präsidentin der Europäischen Union, versucht, mit nordafrikanischen Staaten Deals, die sich in ihrer sozusagen Allumfasstheit uns gar nicht erschließen, vermute ich, zu vereinbaren. All das wirft ein Bild oder sozusagen lässt uns einen Blick auf ein Bild werfen, der uns ein bisschen ratlos und jedenfalls ohne Perspektive zurücklässt. Aus deiner Perspektive vielleicht die Einordnung der aktuellen politischen europäischen Beschlüsse? Ja, also ich möchte auch ganz kurz mit einem Danke tatsächlich beginnen, dass man sich getraut hat, dieses Thema auszuzeichnen. Das ist nicht selbstverständlich, das weiß ich, und das weiß ich sehr zu schätzen, weil ja, es wird eine Person damit ausgezeichnet, aber damit stellt man auch ein Thema, das sich viele politische Akteure entweder nicht angreifen trauen oder nur dann angreifen trauen, wenn man es politisch verzehren kann und instrumentalisieren kann. Damit wird auch dieses Thema sichtbar gemacht, und da bin ich sehr dankbar, und die Brücke wurde jetzt eh schon geschlagen zu aktuellen asylpolitischen Entwicklungen auf europäischer Ebene. Ich glaube tatsächlich, genau die geben auch der Auswahljury recht, dass das ein wichtiges Thema ist, das uns nicht nur in der Vergangenheit, 2015 kommt einen schnell in den Sinn, aber auch noch weiter zurückliegende Fluchtbewegungen, die Österreich als zentrales Aufnahmeland im Herzen Europa immer betroffen haben, dass das nicht nur ein Thema der Vergangenheit ist, sondern auch der Gegenwart und der Zukunft. Und ich glaube tatsächlich, dass viele dieser jetzt vorliegenden
Reformvorschläge eine Fortschreibung dessen sind, was ich im Buch eben als Fluchtparadox, nämlich als absolute Widersprüchlichkeit des Systems sehe, vielleicht auch eine bewusst aufrechterhaltene Widersprüchlichkeit. Nicht von ungefähr ist ja das wunderschön vom Verlag Gremia und Scheria gestaltete Cover meines Buches ein Labyrinth, aus dem es, und das werde ich oft gefragt, keinen Ausweg gibt. Und ich glaube, das ist, hat vielleicht System und ist auch gewollt, dass es keinen Ausweg gibt. Dass es umgekehrt aber durchaus die Möglichkeit, die Vision von Auswegen gäbe, das habe ich versucht mit dem Buch voranzustellen. Ich glaube, dass tatsächlich, was die Debatte und auch die angesprochene Debattenkultur betrifft, dass es da vielleicht noch einige Schritte zu gehen gilt, bevor diese Lösungsvorschläge ankommen. Aber wie gesagt, ich glaube tatsächlich, dass auch so eine Auszeichnung dem Thema sehr viel hilft. Und ich möchte mich noch einmal ausdrücklich dafür bedanken. Ich glaube, das hat viel, viel nicht nur national, sondern auch auf europäischer Ebene bewirkt, dass man das Thema damit im positiven Sinne in die Sichtbarkeit rückt. Vielen Dank. Eine große Feststellung gelassen ausgesprochen, ob das Labyrinthafte auch Absicht ist, da kann man sich ja noch den philosophischen Diskurs, Konrad Paulismann, schön, dass Sie auch hier bei uns sind, noch sozusagen ergänzen, und wir hoffen, wir haben ja im Anschluss auch noch die Möglichkeit zum Austausch. Alexia Weiß, auch bei Versäumnissen in der Bildungspolitik, man kann fast sagen, geometrisch entlang von parteipolitischen Grenzen seit Jahrzehnten einzementiert, wobei man sich dann immer fragt, warum die Vertreter der konservativen Parteien ihre Kinder dann in Ganztages-Privatschulen geben, wenn die für die Nicht-Privatschülerinnen so gefährlich oder jedenfalls verheerend wären. Auch da hat man manchmal den Eindruck, es ist sozusagen gewollt, dass sich nichts tut, und zwar nicht von denen, die was verändern wollen, sondern von den anderen. Und das eine Paradoxon, das ich jetzt schon angesprochen habe, hat sicher viele andere Geschwister auch noch in diesem Kontext. Was bedeutet die Auszeichnung mit dem Sonderpreis Arbeitswelten, Bildungswelten für dich, auch für deine journalistische und Autorinnentätigkeit? Danke dir. Ich möchte auch mal meinen Dank an die Steffi Jaksch anschließen, weil ich glaube, es sehr mutig war, dieses Thema auch in dieser Form möglich zu machen. Ganz, ganz lieben Dank dafür. Ja, inhaltlich, genau. Wir sehen seit Jahrzehnten eine Scheidewand. Es ist, man muss die Partei nennen, man muss es beim Namen nennen, mit der ÖVP einfach überhaupt keine Möglichkeit in sich, dieses Schulsystem zu reformieren. Es wird dann immer argumentiert mit Nivellierung nach unten, Gesamtschule, Ganztagsschule, eine Zumutung. Wie du richtig gesagt hast, im Ergebnis schicken aber dann ganz viele Leute, die sich's leisten können, eben in genau ein Schulmodell, das genau all das bietet, nämlich auch Förderung, Nachhilfe inkludiert bereits im Schulsystem, Sport inkludiert im Schulsystem. Das sind ja genau diese Modelle, die wir bräuchten für alle Kinder und für alle Jugendlichen in diesem Land. Und ich glaube, was auch bislang gerne übersehen wurde, ist, dass Schule nicht nur dazu dient, auszubilden, sondern wirklich ein Kind in seiner Entwicklung zu begleiten. Und das habe ich versucht in meinem Modell darzustellen, dass das Kind eben auch gesundheitlich, auch medizinisch, auch im Sozialen, auch was psychische Aspekte betrifft und anbelangt, begleitet wird und ein Team an der Schule vorfindet, das ihn begleitet, also das es oder sie begleitet, eben wo nicht nur Pädagogen und Pädagoginnen arbeiten, sondern ein Team von Experten, von Sozial- und Sozialarbeiterinnen, von Psychologen, Psychologinnen etc. etc. Es ist ein neuer Aufschwung, es ist ein neuer Schwung hier zu spüren. Also vielleicht gibt es ja in absehbarer Zeit Mehrheiten, die das auch zulassen. Das wäre mein großer Wunsch. Danke sehr. Herzlichen Dank, danke vielmals. Und noch einmal herzlichen Glückwunsch den beiden Autorinnen und auch dem Verlag und natürlich auch Marlene Engelhorn für zu der Auszeichnung. Astrid Knie, du möchtest noch ein Foto, aber ich würde vorschlagen, vielleicht doch eher euch drei vor der Bühne und ich gehe kurz aus dem Bild und nütze, oder ich bleibe hier und ihr geht dorthin und nütze kurz die Gelegenheit. Margit Schmidt, bitte möge mir verzeihen, ich habe dich vorhin nicht gesehen. Herzlich willkommen in deinem langjährigen Wirkungsreich. Schön, dass du hier bist. Man darf applaudieren.
Und ich habe auch schon Gertraud Auer, ich erlaube mir das jetzt so freundschaftlich zu sagen, herumwuseln gesehen. Sie hat scheinbar noch keinen Sitzplatz eingenommen, aber sie ist auch hier. Und daher freuen wir uns dann auch im späteren Verlauf des Abends auf Ihre abschließenden Worte. Bevor es aber so weit kommt, darf ich jetzt das Rednerpult an dich, lieber Hannes Swoboda, übergeben für die Laudatio über Robert Menasse. Bitte schön. Liebe Frau Präsidentin, liebe Preisträgerinnen, liebe Preisträger, liebe sehr verehrten Damen und Herren. Ich glaube, es gibt keinen, der Europa so erzählen kann wie Robert Menasse. Vor allem auch in seinem neuesten Werk, das wir heute ja mit ihm auszeichnen, die Erweiterung. Um welches Europa geht es da? Es ist ein Europa mit all seiner Faszination, aber auch all den Schattenseiten in seiner Geschichte und seiner Gegenwart. Es ist ein Europa der Politik, der Bürokratien, aber auch der Kultur. Menasse erzählt vom Zentrum und der Peripherie, wobei manchmal das Zentrum zur Peripherie wird und umgekehrt. Es ist ein Europa, das sich abmüht, eine gemeinsame Zukunft zu gestalten, aber immer wieder in nationale Befindlichkeiten zurückfällt. Robert Menasse lässt einen polnischen Politiker sagen, ich zitiere, wir werden proeuropäisch moderieren, aber nationale Interessen verteidigen. Für diesen Politiker ist, ich zitiere, Politik ein Spiel mit Kulissen, es ist wie im Theater. Vorne hast du symbolische Handlungen, dahinter die Technik. Zitat Ende. Und an einer anderen Stelle meint dieser Politiker, ich habe die Interessen eines freien Polens zu vertreten und nicht die Fantasien wurzelloser Kosmopoliten. Zitat Ende. Es erinnert mich an eine Aussage einer ehemaligen britischen Premierministerin, die meinte, wer sich überall zu Hause fühlt, ist nirgends zu Hause. Diese nationalistische Haltung wird im Werk von Robert Menasse von einem polnischen Politiker vertreten. Das mag unfair sein, dass man ein Land so herausstellt. Es gibt natürlich, oder nicht natürlich, leider solche Haltungen auch bei vielen anderen Politikern. Aber angesichts der immer wieder auftretenden Versuche von Politikern der gegenwärtigen Mehrheit in Polen, die Demokratie auszuhebeln, ist es sicher gerechtfertigt, gerade einen polnischen Politiker diese Rolle einnehmen zu lassen. Und ich erinnere nur an den Versuch der gegenwärtigen polnischen Mehrheit, andere Politiker auszuschalten von der Möglichkeit zu kandidieren, weil sie vielleicht nicht genügend antirussisch agiert haben in der Vergangenheit. Und so beklagt ein anderer, eher europäisch gesinnter polnische Funktionär der Europäischen Union in einem Brief an den Chefredakteur, dass die, ich zitiere, Zerstörung der mit vielen Opfern erkämpften unabhängigen Justiz als Volkswille dargestellt wird und dass am Ende des Kampfes um Freiheit, ich zitiere, die Freiheit der Lüge durchgesetzt wird. Aber für uns, ich glaube für alle, die hier sind, geht es nicht um das Europa, das Herr Orban und Herr Kaczynski vertritt, sondern ein Europa der Freiheit und der Demokratie und der sozialen Gerechtigkeit. Und dafür kämpft auch Robert Menasse und dafür herzlichen Dank. Aber die Hauptrolle spielt ein längst verstorbener Nationalheld der Albaner, Skanderberg. Oder besser eigentlich sein Helm, der im Wiener Museum sich befindet. Und die Kopie eines Helms, die dazu angebracht wird, da das Original gestohlen wurde. Skanderberg, der von 1405 bis 1468 lebte, war und ist noch heute ein verehrter Kämpfer für die Freiheit und Unabhängigkeit der Albaner. Und auch am Beispiel Skanderberg kann man zeigen, dass nationale Helden dazu dienen können, Freiheit zu erkämpfen, aber ein übersteigerter Nationalismus dazu dienen kann, auch die Freiheit wieder einzuschränken.
Der Zufall wollte es, dass ich in den letzten Tagen von Dubrovnik kommend, wo ich gesprochen habe zu 10 Jahre Erweiterung der Europäischen Union um Kroatien, am 1. Juli 2013, die albanische Hauptstadt Tirana und dann die nordalbanische Stadt Lezhë und die kosovarische Hauptstadt Pristina besuchte. In all diesen Städten gibt es Denkmäler von Skanderbeg. In Lezhë, wo Skanderbeg begraben wurde, bevor dann sein Leichnam nach Italien transportiert worden ist, hatte ich die Gelegenheit, mit 16-jährigen Schülerinnen und Schülern zu diskutieren, die genau das, was eigentlich Robert Menasse zum Ausdruck bringt, diese Ängste, diese Enttäuschungen, aber auch diese Hoffnungen auf Europa zum Ausdruck gebracht hat. Und ich muss ehrlich sagen, ich kann mir kaum vorstellen, dass in einer kleinen oder mittleren Stadt in Österreich so ernsthaft diskutiert worden ist über das Europa der Zukunft, über die Vorstellungen und die Ideen und die Visionen, die man mit diesem Europa verbindet, wie ich das in Lezhë gefunden habe. Und das zeigt auch, dass viele dieser Vorurteile, die wir haben, über die da unten, die da entfernt am Balkan, völlig falsch sind, wenn man mit jungen Menschen aus dieser Region redet. Und die haben sogar über das Konzept von Open Balkan diskutiert, was wahrscheinlich vielen Politikern in Österreich eher unbekannt ist. Ob es eine Vorbereitung auf die Erweiterung der Europäischen Union ist oder ob es eher eine Alternative ist. Und so wie die Erweiterung der Europäischen Union ein schwieriger und widersprüchlicher Prozess ist, der da beschrieben wird von Robert Menasse in seinem Roman, so war natürlich auch der Kampf Skanderbegs für die Unabhängigkeit der Albaner mit unterschiedlichen Verbündeten auch widerspruchsvoll. Und dieser Name ist auch missbraucht worden, auch das kommt im Roman vor, von den Nazis, die eine SS-Division Skanderbeg gründeten, damit einige Albaner gegen die Serben kämpfen könnten. Sie waren zwar auch nicht sehr erfolgreich, haben eher Zivilbevölkerung umgebracht. Aber interessant ist, das ist zum Beispiel, was man auch lernen kann, dass der kurzzeitige Wiederbürgermeister in der Nazizeit und spätere Sonderbeauftragte für Südeuropa, Hermann Neubacher, eine unrühmliche Rolle spielte. So zeigt sich auch wieder, nicht nur beim Helm von Skanderbeg, sondern auch bei einem unrühmlichen Nazi-Vertreter, die Verbindung zwischen Wien und Albanien oder dem Balkan. Und ich hoffe, es gibt viele bessere Verbindungen in Zukunft. Was ist das Buch von Robert Menasse? Ist es ein Roman? Ist es ein Geschichtsbuch? Ist es Gesellschaftskritik? Ist es politische Analyse? Es ist ein spannender Roman, zum Teil eine Kriminalgeschichte. Man lernt während des Lesens Aspekte der Geschichte, die man vorher nicht kannte. Man stößt auf Gesellschaftskritik, die auch die Geschlechterrolle in Frage stellt und die Genderfrage beleuchtet. Es ist ein Buch, wie Europa ist, aber wie es sein könnte und vor allem auch, wie es sein sollte. Erweitert und erneuert in seiner Auseinandersetzung mit dem Nationalismus und den Gefahren, denen die Demokratie auch in einigen Ländern zumindest in Europa ausgesetzt ist. Es ist, wie gesagt, ein Buch, das Europa zeigt, wie wir es wollen. Ein Europa der Demokratie, der Freiheit und der sozialen Gerechtigkeit. Danke, lieber Robert Menasse, dass du dieses Buch geschrieben hast. Alles Liebe und alles Gute. Herzlichen Glückwunsch, Robert Menasse. Und ich darf euch bitten, auf die Bühne zu gehen zur Preisüberreichung. Bitte schön, Doris Bures und Maria Malcznik. Danke dir, lieber Michael Rosegger, für die Überreichung und Vorbereitung der passenden Urkunde. Astrid Knie, jawohl, unsere Fotografin, ist in Stellung. Wir werden dann im Anschluss, bitte alle Autorinnen, alle Ausgezeichneten nicht davonlaufen, noch Fotos im Garten machen. Und lieber Robert Menasse, wenn du soweit bist, gehört die Bühne dir. Danke.
wenn ich im Laufe der Rede ein paar Mal schniefen muss oder gar nasse Augen bekomme, dann liegt es an der unsäglichen Koalition von Heuschnupfen und Rührung. Mir wurde gesagt, dass ich nicht eine Dankesrede halten solle, sondern eine Festrede. Ich hoffe, ich habe den Unterschied verstanden. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, am 6. Mai 1979 besuchten zwei Benediktiner ein Schlachtfeld. Dieses Schlachtfeld befindet sich im Marfeld zwischen Dürnkrut und Jedenspeigen, wo es noch heute manchmal vorkommt, dass Bauern beim Pflügen dieses guten Landes mit hellem Wiesengrün und Saatengold, von Lein und Safran gelb und blau gestickt, historische Gebeine und Schädel zutage fördern. Die beiden Benediktiner waren die damaligen Philosophiestudenten Konrad Paul Liessmann und ich, Benediktiner genannt als Schüler von Universitätsprofessor Michael Benedikt, Experte für die Kritik der Urteilskraft, dessen Begriff von der Freiheit des Denkens tatsächlich eine Freiheit des Denkens in den Jahren unserer universitären Bildung ermöglicht und gefördert hat, die heutige Studenten und Studentinnen eifersüchtig machen muss. Liessmann und ich hatten beschlossen, an diesem milden, schäfchenwolkigen Sonntag einen Ausflug zum historischen Schlachtfeld und der nunmehrigen Weinkulturregion Jedenspeigen zu machen, um den Kofferraum meines Skoda-Autos, den meine Großmutter 2 Jahre davor bei der Tombola des Volksstimmefests gewonnen hatte, ich bin der Wahrheit verpflichtet, sie besaß keinen Führerschein, so ist das Auto an mich gefallen, um diesen Skoda also mit Wein zu füllen, um Vorrat für die nächtelangen Hegel, Kant, Benjamin, Adorno und ja, Marx und Trotzki-Diskussionen der nächsten Wochen zu haben. Bekanntlich war der Geist der Doppelmonarchie, zumindest in der Doppler-Anarchie der Kunst- und Philosophiezirkel der 70er Jahre einigermaßen aufgehoben. Jedenfalls, da saßen zwei Benediktiner zum solidarischen Leidwesen Professor Benedikts, zwei linksextreme Studenten, an einem grob gezimmerten Holztisch im Sonnenuntergang vor einem Weinkeller mit Blick auf das Schlachtfeld, auf dem Rudolf I. den König Ottokar vernichtend geschlagen hatte, was nicht nur die Grundlage für 640 Jahre österreichischer Habsburgergeschichte schuf, sondern auch noch die geistigen Grundlagen der Zweiten Republik prägte. Schließlich wurde im Jahr 1955 das Burgtheater und damit indirekt auch die Wiedererlangung der österreichischen Souveränität mit Grillparzers König Ottokar begangen. Der Weinbauer stellte zusammen mit einer neuen Flasche Wein ein Kofferradio auf den Tisch, sagte, jetzt kommt gleich der Bruckmann. Und Professor Bruckmann, der damalige Hochrechner der Nation, verkündete, dass Bruno Kreisky an diesem Wahlsonntag die absolute Mehrheit nicht nur verteidigen, sondern gar ausbauen konnte. Und die beiden Benediktiner brachen in Jubel aus. Ja, sie jubelten. Wir haben Kreisky gewählt, aber waren wahrlich keine Kreisky-Ministranten. Über die Auslassungen von Thomas Bernhard, dieses in keiner Zeile analytischen, in all seinen Büchern insgesamt, aber exemplarisch österreich-neurotischen Dichters,
der Bruno Kreisky als Alpentito und Höhensonnenkönig bezeichnet hatte, lachten wir gewissermaßen links außen. Nebenbei gesagt, auch dies ein zutiefst österreichisches Missverständnis, vergleichbar etwa mit der Groteske, dass heute ausgerechnet Presseabonnenten gern Karl Kraus zitieren. Aber wir kritisierten Kreisky nicht nur noch marxistisch, sondern auch bereits ökologisch. Bei der Zwentendorf-Abstimmung haben wir gegen das Atomkraftwerk gestimmt. Und Kreiskys Auslassungen gegen Simon Wiesenthal, sein Versuch, nicht nur diesen anzuschütten, sondern in einer Liaison mit einem SS-Mann Gräben zuzuschütten, wo Gräber waren, erschien uns auch nicht gerade als eine Ruhmestat des Kanzlers. Dennoch, wir jubelten und dann geschah etwas, das heute wohl kaum noch vorstellbar ist. Der Bauer umarmte aufgrund dieses überwältigenden Wahlsiegs eines Sozialdemokraten glücklich die beiden linksextremen Studenten. Und dann kam auch der Dorfgendarm vorbei, hörte die Nachricht und ballte die Faust, nicht unbedingt wie ein Sozialist, eher wie ein Sportler. Und dann saßen der Bauer und die Bäuerin, der Gendarm, der Adornit und der Trotzkist vor einem Weinkeller, blickten auf die nunmehrige Idylle eines für Österreich höchst bedeutsamen historischen Schlachtfelds und tranken und feierten Kreiskys Wahlsieg im Abendrot, das allerdings metaphorisch für uns nur die Fortsetzung des österreichischen Morgenrots war. Diese Geschichte ist mir augenblicklich wieder eingefallen, als ich erfuhr, dass mir der Kreisky-Preis zugesprochen wurde. Ich habe sie früher ein paar Mal erzählt, als Sinnbild für die damalige Stimmung und die verblüffend große gemeinsame Schnittmenge politischer Lager. Aber dann lange nicht mehr, denn dies wollte ich wahrlich nie. Plötzlich einer zu sein, der nostalgisch seine Jugendjahre verklärt oder aber, wenn es nichts zu verklären gibt, mit dem umwölkten Ernst des Zeitzeugen Anekdoten erzählt. Für die Nostalgie spricht zwar, dass sehr vieles damals besser wurde, als es davor gewesen ist. Gegen die Nostalgie spricht unter anderem aber, dass heute zwar vieles besser sein könnte, wir aber vor Herausforderungen stehen, die wir uns damals nicht im Traum oder korrekt gesagt nicht im Albtraum hätten vorstellen können. Und gegen die sogenannte Zeitzeugenschaft spricht, dass wir gerade damals einen ganz anderen Anspruch zu formulieren gelernt haben, nämlich sich in seiner ganzen Lebenszeit als Zeitgenosse zu verstehen, seine Zeitgenossenschaft kritisch zu reflektieren, aber auf jeden Fall dies, immer ein Zeitgenosse zu bleiben. Das ist der Anspruch, der bleiben muss im Wechsel der Zeiten. Ein Zeitzeuge hingegen hat, wenn wir ehrlich sind, in der Regel etwas Trauriges. Wir hören ihm zu in der Hoffnung und mit dem Versprechen, dass die Zeit, die er bezeugt, nie wiederkehrt. Gibt es Zeiten, deren Wiederkehr wir wünschen? Die Glanzzeit der Sozialdemokratie, als Bruno Kreisky, Willy Brandt und Olaf Palme Europa den Stempel aufdrückten. Wie komme ich auf diesen Gedanken? Weil sich jüngst gerade rechtzeitig vor der heutigen Veranstaltung Dynamiken in der Sozialdemokratischen Partei gezeigt haben, die als aufbrausende Nostalgie interpretiert wurden. Aber was waren das für Zeiten, die glorreichen 70er Jahre? In halb Europa herrschten stalinistische Diktaturen und sogenannte westliche Länder wie Portugal, Spanien und Griechenland waren faschistisch. Auch wenn dann die faschistischen Regime überwunden wurden, während der Zusammenbruch der stalinistischen Gefängnisse nicht absehbar war, so war das der historische Kontext, als Österreich ein modernes Land wurde.
Bruno Kreisky war ein großer Staatsmann, darüber besteht wohl kein Zweifel. Aber wer dies heute mit Wehmut, mit nostalgischen Gefühlen feststellt, bekommt es augenblicklich mit Ambivalenzen zu tun, die nicht der Person oder der Figur Kreisky geschuldet sind, sondern der Geschichte, in die er gewirkt, in die er eingetreten und in die er aufgegangen ist. Denn sachlich, im Licht der neuen Geschichte betrachtet, haben wir uns heute keinen Staatsmann mehr zu wünschen, der eine Insel der Seligen gestaltet. Denn der Staat stirbt ab. Europa ist in eine nachnationale Entwicklung eingetreten und Österreich ist ein Teil davon. Und wir sollten uns heute Politiker wünschen, die die europäische Idee verstehen und ernst nehmen, die nicht als Österreicher eine starke Außenpolitik machen, sondern als Europäer globale Politik mitgestalten. Aber bevor ich darauf eingehe, muss ich noch kurz auf einen Aspekt der kreiskischen Politik zu sprechen kommen, der immer mit ihm in Verbindung gebracht, ihm vorgeworfen wird und der heute als Frage nach der Finanzierbarkeit des Sozialstaats wieder größte Aktualität gewonnen hat, nämlich seine Schuldenpolitik. Und hier haben wir tatsächlich im Sinn historischer Gerechtigkeit, und das ist mir sehr wichtig, eine Schuld zu begleichen. Von allen Einwänden, die bis heute gebetmühlenartig gegen Kreisky und seine Politik vorgebracht werden, ist dieser eindeutig der dümmste. Dass Bruno Kreisky einen immensen Schuldenberg angehäuft habe, der den Staatshaushalt bis heute heillos belastet und noch für künftige Generationen eine nachgerade unbewältigbare Hypothek darstelle. Erstens waren diese Schulden verschwindend klein gemessen an heutigen Maßstäben, vor allem aber immer in vernünftiger Relation zu der wachsenden Produktivität des Landes. Zweitens handelte es sich bei diesen Schulden um Investitionen und nicht um Verschwendung oder Raub, im Unterschied zum Beispiel zu den sozialen Verwüstungen, die ein späterer Kanzler zugunsten seiner Sponsoren mit jenem Finanzminister produziert hat, der heute nur noch auf den Gerichtsseiten präsent ist. Kreisky hat Schulen und Universitäten, Spitäler und Straßengebaut, er hat in die Modernisierung der Infrastruktur investiert, er hat Geld aufgenommen und investiert, ohne sich dann ratlos fragen zu müssen, was oder wo denn seine Leistung war. Denn dem Geld, das damals geflossen ist, standen dann reale materielle Werte im öffentlichen Besitz gegenüber und nicht privatisiertes Vermögen und private Stiftungen in Liechtenstein. Nein, Kreisky hat nicht Schulden produziert, sondern jenen gesellschaftlichen Reichtum zu fördern begonnen, der durch den klassischen sozialdemokratischen Anspruch von Verteilungsgerechtigkeit definiert war und von dem erst heute endlich wieder die Rede ist. Die Bildungsoffensive, die Justizreform, die Gleichberechtigung der Frauen, das soll zu teuer gewesen sein. Wie viel bitte hätte denn der Eintritt Österreichs in die Moderne nur kosten dürfen? Freiheit und Emanzipation zum Saturnpreis? Und in diesem Zusammenhang ist auch ein kurzes Wort zur FÖST notwendig. Das war das verstaatlichte Unternehmen, das Jahr für Jahr als Exempel dafür herhalten musste, dass der Staat, vor allem ein sozialdemokratisch regierter Staat und ganz besonders Bruno Kreisky, nicht wirtschaften können. Aber was ist damals entschieden worden? Kreisky hat dieses Unternehmen in den Jahren einer internationalen Stahlkrise am Leben erhalten. Zahlreiche private Stahlköcher sind weltweit in diesen Jahren in Konkurs gegangen. Sie hätten gerne getan, was Kreisky gemacht hätte, aber sie konnten es nicht, weil kein privater Unternehmer konnte, was ein aufgeklärter, ideeller Gesamtkapitalist, also ein Staat, bei Bedarf machen kann. Verluste so lange in Kauf zu nehmen, bis die Privaten aufgeben müssen. Private gehen in Konkurs.
ein Staat mit wachsender Gesamtökonomie nicht. Und so hat er das Unternehmen und die Arbeitsplätze gerettet. Aber superschlaue schwarze Wirtschaftsexperten hatten die staatliche Subventionierung der Defizite schon zu einer Zeit skandalisiert, und das kann man alles heute nachlesen, wenn man will. Und mit ihren eingebetteten Journalisten die Privatisierung der Föst gefordert, als Kulp oder Thyssen noch in der Lage gewesen wären, die Föst wegzublasen. Dann aber waren die Konkurrenten weg. Der Markt war, wie man so schön sagt, bereinigt. Und die Föst wurde wieder lukrativ und wurde privatisiert. Die Shareholder sollten Kreisky dankbar sein. Sollte das Unternehmen wieder in Schleudern kommen, werden wir deren Manager am Ballhausplatz sehen und um ein Revival der Kreisky-Politik betteln. Wir haben ja schon gesehen, dass ein Virus genügt und ein ÖVP-Kanzler bringt mit zusammengebissenen Zähnen ein Füllhorn staatlicher Gelder für private Unternehmen. Aber reden wir jetzt nicht von notwendigen staatlichen Interventionen in den Markt, erinnern wir uns an die Investitionen in die Demokratisierung der Gesellschaft. Man muss kein Zeitzeuge sein, um sozialen Frieden hochzuschätzen, man muss kein Neoliberaler sein, um freie Entfaltungsmöglichkeiten der Tüchtigen wünschenswert zu finden. Am besten aber ist es zweifellos, wenn auf der Basis von sozialem Frieden möglichst viele in den Stand gesetzt werden, tüchtig zu sein. Wer das will, wird zumindest die Investitionen tätigen müssen, die Kreisky getätigt hat. Das ist keine Schuldenpolitik, sondern eine Bringschuld vernünftiger Politik. Und sie muss dort beginnen, wo auch Kreisky begonnen hat, mit konsequenten Investitionen in die Bildungsinstitutionen, von den Kindergärten über die Schulen, die Universitäten bis zur Erwachsenenbildung. Denn was die Kreisky-Kritik vornehm ausblendet, ist, dass nicht Kreisky einen Schuldenberg hinterlassen hatte, sondern dass das spätere Kaputtsparen der Bildungsinstitutionen ein Heer von funktionalen Analphabeten produziert, was uns noch sehr teuer kommen wird. Als Kreisky seinen ersten Wahlsieg feierte, war ich Schüler. Als er die erste absolute Mehrheit eroberte, war ich Maturant. In der Glanzzeit der Ära Kreisky habe ich studiert. Dieser biografische Hinweis wäre unerheblich, wenn sich damals der Ehrgeiz meiner Mutter nicht glücklich mit den objektiven Möglichkeiten getroffen hätte, die Kreiskys Investitionen eröffnet hatten. Es war damals nämlich nicht unbedingt vorgesehen, dass einer wie ich studiert. Aber plötzlich standen die Tore der Universität auch für einen wie mich offen. Und ich wurde der erste Akademiker meiner Familie. Vielleicht war ich tüchtig, aber der Tüchtige braucht eine Gasse. Ziemlich sicher war ich fleißig, aber mir war ein Feld eröffnet, auf dem ich meinen Fleiß mit Lust und Neugier beweisen konnte. Wenn es also einen Grund dafür gibt, dass ich über Kreisky rede, ihm dies schuldig bin und meinen Dank abstatte, dann diesen, dass ich hier und bei jeder sich bietenden Gelegenheit beglaubigt durch meine Erfahrung darauf hinweisen möchte, welch unbezahlbare Bedeutung es nicht nur für jede einzelne individuelle Biografie, sondern objektiv auch für die Gesellschaft insgesamt hat, einen barrierefreien Zugang zu bestmöglicher Bildung zu schaffen. Damit kein Missverständnis aufkommt, ich rede von Bildung und nicht von Ausbildung. Ausbildung versteht sich von selbst. Auch Knechte sind ausgebildet. Sie haben die erforderliche Ausbildung, die sie befähigt, Knecht zu sein. Man kann im Sinne ökonomischer Erfordernisse Ausbildung meinetwegen auch als Kapital bezeichnen. Aber Bildung ist kein Kapital, Bildung ist ein Menschenrecht. Als solches ist,
Als solches ist sie die Voraussetzung sowohl für glückende individuelle Biografien als auch für ein menschengerechtes Zusammenleben in einer demokratischen Gesellschaft. Was nämlich heute unsere gewählten Barrierepolitiker trotz der Bildungs- und Karrierechancen, die sie selbst hatten, vergessen oder nie gelernt haben, ist: Es kann keine Demokratie von Idioten geben. Ich sage es noch einmal, wenn das so einen Erfolg macht, dann muss man immer wieder sagen, jenen, die von der demokratischen Legitimation gewählter Faschisten reden: Es kann keine Demokratie von Idioten geben. Diejenigen also, die für die Zugangsbeschränkungen zu Bildungseinrichtungen sind, für Limitierung der Studienplätze, für die Differenzierung und Auseinanderdividierung der Schüler aufgrund ihrer Herkunft in unbenannten Schultypen, für die Beibehaltung des Unsinns, dass Literatur aus den Lehrplänen gestrichen wurde, leider muss ich sagen, ausgerechnet von einer sozialdemokratischen Ministerin, für weitere Hürden wie Studiengebühren bei Überschreitung einer ohnehin schon äußerst knapp bemessenen Regelstudienzeit oder Knockout-Prüfungen und so weiter, die sollen bitte gleich so ehrlich sein und sagen: Sie sind für die Abschaffung der Demokratie ihrem Geiste nach. Sie sollen nicht von Budgetzwängen sprechen, sondern klar und deutlich aussprechen. Sie sollen klar und deutlich aussprechen, dass ihnen mündige Bürger mehr schlaflose Nächte bereiten als kaputtgesparte Universitäten. Ich warte darauf und erwarte es, dass wieder umgedacht wird. Ich erwarte das zunächst einmal von den Akademikern im Nationalrat. Soweit ich das überblicke, sind die Akademiker in der gegenwärtigen Regierung und zumindest die 50-plus-Akademiker heute im österreichischen Parlament in den Genuss der kreiskischen Bildungsoffensive gekommen. Sie sind gratis zu den Schulen und Universitäten transportiert worden, mit Gratisbüchern und Gratis-Lehrbehelfen versehen, gratis in ihre Vorlesungen und Übungen gekommen, wurden gratis betreut, bis sie ihre Titel hatten, ihnen sind Chancen eröffnet worden, die viele von ihnen sonst nicht unbedingt gehabt hätten. Karrierechancen, die sie bis in Regierungsämter oder auf Abgeordnetensitze gebracht haben. Und jetzt nach ihnen meinen sie, dass viel zu viele studieren wollen, dass das zu viel kostet und dass man das einschränken muss. Nein, Kreisky hat keine unzulässigen Schulden gemacht, sondern es ist diese Generation, die ihre Schuld nicht begleichen will. Es sind jene, die die Bildungschancen, die sie hatten, nicht mit Verantwortung verbinden, sondern mit Allüren, Zynismus und Egoismus. Ja, ich weiß, Dankbarkeit ist keine politische Kategorie. Aber ich stehe vor Ihnen als dankbarer Nutznießer von Kreiskys Politik, ein Benediktiner, der als Enkel eines Steinbrucharbeiters Kant und Hegel lesen konnte. Und im Sinne der Vermittlung zwischen unserer Natur und der Freiheit nicht müde werden wird, daran zu erinnern, dass es nicht zu viele Studentinnen und Studenten gibt, sondern viel zu wenig Geld für unsere Bildungseinrichtungen, obwohl sie mit unseren Steuergeldern längst bezahlt sind, mit dem Anspruch, sie bestens auszustatten. Ich stehe vor Ihnen als dankbares Kind Kreiskys, dankbar dafür, dass ich sozialisiert wurde in einer Zeit, in der die Köpfe und nicht die Ellbogen gefördert wurden, in der das Talent und nicht die Herkunft maßgeblich war. Und das ist es, was wir heute von Kreisky mitnehmen können, das ist es, was heute der Anspruch von jedem aufgeklärten Geist sein muss. Das Menschenbild, die Haltung, die Werte, aufgehoben in den neuen Rahmenbedingungen, in denen wir heute leben und in denen wir unser Glück suchen. Das ist das Gegenteil von Nostalgie. Menschenbild, Haltung und Werte sind nicht nur Tradition, sie sind die Grundlage unserer Zeitgenossenschaft.
und unseres Zukunftsdenkens. Die Zeiten sind vorbei, in denen man Politik machen konnte wie Kreisky unter seinen Voraussetzungen. Aber sein Menschenbild, seine Haltung, seine Werte haben sich nicht überlebt. Die Zeiten sind vorbei, als nach dem strahlenden Dreigestirn Kreisky, Brandt, Palme, das Dreigestirn Kusenbauer, Schröder, Blair, die Werte wieder zur Disposition stellte und dies als Modernisierung der Sozialdemokratie verkaufte. Und die Zeiten müssen endgültig vorbei sein, in denen Haltung durch Anbieterung an den Boulevard ersetzt wird und Werte durch Inseratenpreise berechnet werden. Man kann den Boulevard nicht kaufen. Auch diese Einsicht sollte eine Lehre aus der jüngeren Geschichte sein. Und die Zeiten müssen vorbei sein, in denen das Menschenbild definiert ist durch autochtone, xenophobe, rassistische, echte Inländer. Denn das war nie das Menschenbild der Aufklärung, das muss klargestellt werden. Vom Gemeindebau bis zu den Grenzen Europas, dort wo Menschen stranden, in der Hoffnung Menschen sein zu können. Man soll nicht den Menschen ohne Menschlichkeit Recht geben, sondern das Menschenrecht garantieren. Und es muss Schluss sein mit den vertrottelten Phrasen, mit denen eine hilflose Politik kaschiert und dabei auch noch die Gesellschaft spaltet, trotz aller Brücken und allem aufeinander Zugehens in Wort- und Tatenlosigkeit. Zum Beispiel die Phrase, wir müssen die Sorgen der Menschen ernst nehmen. Warum, frage ich mich, sind mit die Menschen immer nur die Rechten, die Mitläufer der Faschisten gemeint? Bin ich kein Mensch? Sind wir keine Menschen? Warum werden unsere Sorgen nicht ernst genommen? Die Sorgen vor Rechtsruck, die Sorgen vor Renationalisierung, die Sorgen von wachsender Zustimmung und der Hetze der Kellner-Nazis. Das sind unsere Sorgen. Um diese unsere Sorgen geht es nie, wenn es heißt, die Sorgen der Menschen. Auch das sollte eine Lehre sein, die wir nicht vergessen dürfen und an die wir erinnern müssen, immer wieder erinnern. Die Mitläufer sind die Täter. Die Partei, die Kreisky einst zur absoluten Mehrheit geführt hat, muss heute wieder eine tatkräftige Partei sein, keine Mittäterpartei. Deshalb hat Kreisky auch niemanden abgeholt, sondern die Menschen eingeladen zu kommen, um ein Stück des Weges mitzugehen. An dieser Stelle muss ich noch einmal persönlich werden. In den Zeiten, in denen nicht Rassisten abgeholt werden sollten, durch blöde Phrasen von Brücken über Gräben, die zugeschüttet werden, was für ein Deutsch, gab es den Anspruch, sie in Volkshochschulen und Erwachsenenbildungsinstitutionen zu holen, wo sie zum Beispiel Schiller lasen, die Stelle über die Gedankenfreiheit, oder wie ich von meiner Großmutter weiß, folgenden Satz aus dem Don Carlos: Sagen Sie ihm, dass er für die Träume seiner Jugend soll Achtung tragen, dass er nicht soll irre werden, wenn des Staubes Weisheit die Begeisterung diese Himmelstochter lästert. Ja, die Begeisterung für Träume ist eine Himmelstochter und sie hat viel auf Erden ermöglicht. Wie kam es, dass meine Mutter mir, als ich ein Kind war, vor dem Einschlafen Heine-Gedichte vorgelesen hat, sich wiegend im Rhythmus diesem schönen Rhythmus der Musikalität Heines und sie Strophen von Droste-Hülshoffs Gedicht Am Turme auswendig konnte und ich als Kind zwischen Kindergarten und Volksschule irgendwie schon intuitiv begreifen konnte, welch großer Traum, welch Sehnsuchtsmetapher es damals in den Zeiten vor Kreisky war, als meine Mutter weder einen Pass noch ein Bankkonto haben konnte ohne die Unterschrift meines Vaters und sie las, sitzen möchte ich im kämpfenden Schiff, das Steuerruder ergreifen. Aber darf nur heimlich lösen mein Haar und lassen es flattern im Winter.
Ich sage Ihnen, wie es dazu kam. Das war möglich in einer sozialdemokratischen Familie. Es wird auch so gewesen sein in guten bürgerlichen, bildungsbürgerlichen Familien. Zumindest haben wir uns das so vorgestellt. Aber es war eben auch möglich in bildungshungrigen Arbeiter- und Angestelltenfamilien. Und Leitartiklerinnen, die dieser Tage nicht müde werden zu schreiben, dass dies nicht ein bleibender Anspruch, sondern Nostalgie sei und dass sozialdemokratische Werte jetzt wieder aus der Mottenkiste geholt werden, denunzieren, ohne es zu merken, auch ihre eigene Klasse. Aber das vielleicht zu Recht. Abgesehen davon weiß ich gar nicht, was eine Mottenkiste ist. Vielleicht hat man sowas in bürgerlichen Haushalten. Ich habe gesagt, dass es hier und jetzt, wenn wir aus Anlass des Kreiskypreises an unseren Bruno Kreisky erinnern, nicht um Nostalgie gehen darf. Es ist eine billige Unterstellung, wir müssen sie zurückweisen. Es geht um ein Menschenbild, um Haltung, um Werte, wie sie Kreisky zu seiner Zeit unter den damals gegebenen Voraussetzungen in Politik umgesetzt hat und wie sie heute unter den heute gegebenen Umständen gestaltend in die Zukunft getragen werden müssen. Es entspricht nicht einem sozialdemokratischen Menschenbild, dass es die Sorge der Menschen sei, bitte mit Regierungserlaubnis und unter Hopp-Aufrufen von Boulevardmedien auf die Ärmsten hinunterzutreten. Es entspricht nicht einem sozialdemokratischen Menschenbild, eine Festung zu erbauen, in der ein völkischer Geist herrscht, der Mehrsprachigkeit nicht als Kulturleistung und kulturelle Vielfalt nicht als Reichtum anerkennen kann. Und es entspricht nicht dem sozialdemokratischen Menschenbild, mitzuklatschen, wenn diejenigen, die ökonomische Sorgen haben, diejenigen dafür verantwortlich machen, die Sorgen ums nackte Überleben haben. Es entspricht nicht dem Menschenbild der Haltung und den Werten der Sozialdemokratie, die Phrasen der Zyniker allen Ernstes zu wiederholen, abholen durch Wiederholen. Diese dummen, diese gemeinen, diese realitätsverschmierenden, seelenvergiftenden, geisttötenden Phrasen, ich kann und will sie nicht mehr hören, nicht von einer sozialdemokratischen Partei, das sage ich Ihnen als Schriftsteller, als Dichter, als Sozialdemokrat des Herzens. Und ich erinnere daran, was Lassalle gesagt hat. Es ist und bleibt eine revolutionäre Tat, klar und deutlich zu sagen, was ist. Ja, ich war gerade bei Lassalle. Es ist und bleibt die revolutionäre Tat, klar und deutlich und laut zu sagen, was ist. Und dafür müssen Worte, dafür muss eine Sprache gefunden werden und wir dürfen sie uns nicht von Leitartikeln und von Reportern vorkauen lassen, die nicht Geschichte studiert haben und offenbar auch nicht deutsche Grammatik und Semantik. Das ist die revolutionäre Tat, die zur Grundlage vernünftiger, überfälliger Reformen werden kann. Aber es sind nicht nur die Phrasen, die wir entzaubern und auf den Misthaufen dürftiger Ideologien entsorgen müssen. Denn man kann die Zukunft nicht aus Phrasen bauen und die Werte dürfen nie zu Phrasen werden. Das klingt jetzt sehr idealistisch. Aber wie können wir zulassen, dass der Begriff Idealist eine abwertende Bedeutung kommt? Das wäre man nicht bei Sinnen, wenn man Ideale hat, während die sogenannten Realisten die Realität zerstören. Ja, die Begriffe, wir müssen sie definieren, statt uns zu ducken unter Totschlagbegriffen, die immer hervorgeholt werden, wenn Sozialdemokraten nicht lieb, brav und hilflos sind. Jetzt muss ich schon wieder persönlich werden. Irgendwie komme ich immer wieder auf den Satz von Anton Kuh zurück. Warum gleich sachlich, wenn es persönlich auch geht? Welche Totschlagbegriffe meine ich? Zum Beispiel
Marxist. Also. Ja, ich bin dran. Ich gestehe, ich bin ein Marxist. So. Und jetzt kann der Generalsekretär der ÖVP mich gleich gemeinsam mit dem neuen SPÖ-Chef nach Nordkorea deportieren. Dass ihm jedenfalls bei Andreas Babler sofort Pyongyang einfällt, ist ein Niveau, dem gegenüber der unerträgliche Silberstein vergleichsweise ein Nobelpreisträger war. Ich sage den Namen dieses ÖVP-Generalsekretärs nicht, denn in ein paar Jahren, wenn man vielleicht lesen wird, was ich heute geschrieben habe, wird man sonst mühsame Fußnoten machen müssen, um zu erklären, wer er war. Es geht nur darum, dass heute der Sprecher einer christdemokratischen Partei im Ernst glaubt, einen Sozialdemokraten auf diese dürftige und dumme Weise verhöhnen und einer vorgeblichen Lächerlichkeit aussetzen zu können. Es fällt mir da schwer, sachlich zu bleiben. Die sachlichste Formulierung, die mir einfällt, ist: Ich frage mich, ob dieser Generalsekretär, den natürlich alle Zeitungen auf und ab zitierten, ein Vollidiot oder ein Zyniker ist. Und ich frage mich, was wäre schlimmer? Ich schlage einen Kompromiss vor. Er ist beides. Also, ich bin ein Marxist. Zugleich bin ich natürlich auch keiner. Das gehört dazu, einen zu sein und keiner zu sein. Und was ist das Problem? Die Frage ist, wie man Marxist definiert. War Kreisky ein Marxist? War es tatsächlich ein Marxist, der in Österreich bei Wahlen absolute Mehrheiten gewonnen hat? Kreisky hat natürlich Marx gelesen und er ist in die Schule des Austromarxismus gegangen. Es waren Austromarxisten, die den Karl-Marx-Hof gebaut haben, die Gemeinde bauten. Es waren die Christdemokraten des höhnenden heutigen Generalsekretärs, die in die Gemeindebauten hineingeschossen haben. Und was haben sie selbst gebaut? Natürlich nicht die Habsburger Kulissen, von denen ihre Hotellerie lebt, aber auch nicht irgendein nennenswertes Projekt des modernen Österreichs oder des modernen Wiens, nicht die U-Bahn, da waren sie dagegen, da könnten ja Hacklers Favoriten in die City kommen, nicht die Fußgängerzonen, nicht die Donauinsel, nicht das Konferenzzentrum, sie haben keine Kindergärten gebaut, das einzig nennenswerte Gebäude des Austrofaschismus. Und nicht vergessen, da kommen Sie her, war das Funkhaus in der Argentinierstraße. Und als es sich zu einem weltweiten Vorbild öffentlich-rechtlichen Rundfunks und seriöser Information entwickelt hatte, haben Sie es abgedreht. Wie Sie überhaupt ein Problem mit öffentlich-rechtlichen Medien haben, denn Sie wollen mit Ihren Schmähungen und Phrasen zitiert und nicht hinterfragt werden. Und da frage ich mich schon, warum Marxist eine Schmähung ist, Austrofaschist aber nicht. Und warum FPÖ-Wähler, also Sympathisanten von Keller-Nazis, überhaupt mit einem warmen Verständnis für ihre Sorgen rechnen dürfen. In diesem Vergleich bin ich gerne Marxist. Ich habe Marx gelesen. Marx zu lesen beleidigt niemandes Intelligenz. Ich gehe so weit zu sagen, dass Bürgerliche, die ihn nicht gelesen haben, heute meine Intelligenz beleidigen. Denn Marx war, wie der Herr Sekretär auch nicht weiß, nämlich der Retter des Kapitalismus. Bis zur Marxens Analyse des Mehrwerts haben Unternehmer nämlich nicht verstanden, woher ihr Profit überhaupt kommt. Erst durch Marx haben sie begriffen, wie sie ihn berechnen und gewährleisten können. Es gibt lustige Stellen im Kapital, wo Marx zeigt, wie dumme Unternehmer durch simple Aufschläge auf ihre Produktionskosten, die aber nicht der gesellschaftlichen Wertproduktion entsprachen, ein Nullsummenspiel erzeugten, das Wachstum, also die Triebfeder des Kapitalismus, gar nicht möglich gemacht hätte. Außerdem hat Marx den Kapitalisten gezeigt, wovor sie sich wappnen müssen. Und im Hinblick auf die groteske Theorie einer Diktatur des Proletariats auch mit Waffen. Die Diktatur des Proletariats war Unsinn, aber die Diktatur des Kapitals als Reaktion wurde waffenstarrende Realität.
Aber Marx war nicht nur der Retter des Kapitalismus, er war auch ein großartiger Autor. Ein Schriftsteller von Rang. Kein ÖVP-Sekretär kann ihm da mit seinen Aussendungen das Weihwasser reichen. Man kann nämlich das Kapital auch als Bildungsroman lesen. Ganz im Geist seiner Zeit, der Hochblüte des bürgerlichen Romans, der ein Meister von Gottfried Keller über Goethe bis Wilhelm Raabe ich so liebe. Das ist ganz einfach zu begreifen. Hauptheld des Bildungsromans ist eine Figur mit dem Namen Kapital. Wir lesen, wie sie zur Welt kommt, aufwächst, sich schließlich gesellschaftlich nützlich machen möchte, Herrschaft beansprucht, auf Widerstand stößt, kämpft, ihren Platz in der Gesellschaft findet, mit Problemen konfrontiert wird, die sie nicht lösen kann, sich in Widersprüche verstrickt und schließlich stirbt. Ein in seiner Struktur klassischer Roman. Die ÖVP und ihre Leitartiklerinnen mit ihrer parodistischen Mimikrie vom Bildungsbürgertum meinen also, ein Bildungsroman rechtfertige Schmähungen. Marx war übrigens der Erste, der eine glänzende, so begeisterte wie begeisternde Beschreibung der Globalisierung geschrieben hat. Lustigerweise im ersten Teil des Kommunistischen Manifests. Kennt der ÖVP-Sekretär diesen Text? Natürlich nicht. Aber diese Vorstellung wäre lustig. Würde er ihn lesen, müsste er dauernd nicken. Denn da steht alles in frischer Sprache, wofür er Phrasen hat. Und wenn wir ihn beim Nicken ertappen, so toll ist also die Globalisierung der Welthandel, wenn wir ihn dann beim Nicken ertappen, könnten wir ihn fragen, ob er Marxist ist. Und dann soll er bitte ins ZIP-Studio gehen und sich erklären. Und wenn er nicht nickt, dann wäre er Gegner einer globalen Weltwirtschaft und das würde ich gerne sehen, wie der Sprecher der Wirtschaftspartei das erklärt. Meine Damen und Herren, ich bin Marxist, so wie ich Hegelianer bin und Balzacianer und Zweigianer und so weiter. Ich bin ein Mensch mit einer Lesebiografie, so wie ich ein Mann bin mit einer Biografie, die sich zweifellos im Verständnis oder Selbstverständnis, was es bedeutet, Mann zu sein, von der meines Vaters unterscheidet. Und ich bin auch ein Vater, ohne meine Tochter je geschlagen haben, obwohl es in bürgerlichen Kreisen damals noch Anhänger der schwarzen Pädagogik gab. Und ich bin Vater, der will, dass die Tochter glücklich ist, ohne sie in ein Korsett meiner Glücksvorstellungen zu pressen. Und ich bin Sportler und auch wenn es in meinem Alter nur noch als hitziger Theoretiker bin. Und ich bin Träumer und als solcher privilegiert, denn ich kann, um Walter Benjamin zu paraphrasieren, Kaffeehausbesuche als öffentlichen Teil meiner Arbeit ausstellen. Und so bin ich auch Marxist. Und ich habe als solcher nichts mit Havanna oder Pyongyang zu tun, anders als ein ÖVP-Generalsekretär mit seiner Budapester Bewusstseinstrübung. Und ich bin ein Träumer von einem künftigen Europa. Das ist der Schritt, den eine moderne Sozialdemokratie jetzt machen muss. Eine Sozialdemokratie, die den Verdacht endgültig abschüttelt, eine Nostalgietruppe zu sein. Von internationaler Solidarität zu nachnationalem Sozialismus. Aber das scheint mir jetzt nach den letzten Debatten hoffentlich geklärt, dass es nicht um regionalen Sozialismus geht, der sich aufschwingen will zu nationalem Sozialismus. Es geht es darum, die europäische Idee zu begreifen, sie zu verteidigen, die Renationalisierungen in Europa zu bekämpfen und klarzustellen, Sozialdemokratie ist kein nationales Projekt, kann es nicht sein. Eine Sozialunion wird ein nachnationales Europa sein. Ein Europa der Nationalstaaten aber wird ein Europa der Konzerne bleiben, die selbst multinational die Nationalstaaten gegeneinander ausspielen können. Da gibt es noch sehr viel zu diskutieren auf der Basis dieser Begriffe, die wir in die Zukunft mitnehmen wollen. Menschenbild, Haltung und Werte. Und so können wir eine Perspektive anbieten,
die Tradition hat und heute doch neu ist, neu formuliert werden muss und sich sachlich begründbar von den Erzählungen jener unterscheidet, die unseren Gürtel enger schnallen wollen. Bisher, und darin liegt ja auch ein großer Verdienst der Sozialdemokratie, hatte jede Generation die Zuversicht, dass es der nächsten Generation besser gehen werde. Und das sei vorbei, wird uns heute gesagt. Das wird uns von jenen gesagt, die immer reicher werden und immer reichere Erben haben. Nein, meine Damen und Herren, die Sozialdemokratie muss das endlich richtigstellen. Wir werden dafür sorgen, dass es unseren Kindern und Enkelkindern besser gehen wird, weil wir eine moderne Sozialdemokratie als Baumeister einer Welt verstehen, in der besser gehen heute neu definiert wird, nicht durch wachsenden Konsum, sondern durch wachsende Qualität unseres Lebens, durch Absicherung auf der Basis von Verteilungsgerechtigkeit des gesellschaftlich produzierten Reichtums, statt durch Sparen mit Abfedern durch Einmalzahlungen. Ich muss bei Abfedern überhaupt immer an Rupfen denken. Es wird Ihnen besser gehen durch mehr Zeit, statt durch mehr Stress, in einer gesünderen Umwelt ohne Gifte, und das meine ich buchstäblich und metaphorisch. Es wird Ihnen besser gehen in einer Welt, in der wir wieder von Lebensorten reden und nicht von Standorten. Respekt vor dem Leben, das muss unser Anspruch sein, ein Respekt, den wir weitergeben an unsere Kinder. An unsere Kinder, die einen Planeten erben und nicht das Vermögen aus Immobilien und Dosen. Wir sollen die erste Generation sein, die nicht mehr darauf vertrauen kann und darf, dass es den Kindern und Enkelkindern besser gehen wird. Das wird uns dauernd gesagt. Nein. Gerade heute sehen wir die Notwendigkeit, sehr vieles besser zu machen. Und das ist unsere Erzählung. Die Dystopien überlassen wir jenen, die aus Kalkül schwarz sehen. Jenen, die glauben, dass sie, wenn sie die roten Friese und das rote Gesindel verachten und schmähen, selbst bessere Leute sind. Aber es gibt, wie schon Nestor gesagt hat, Leute und Menschen. Wir werden ja sehen, was die Menschen wollen. Und damit bin ich wieder bei König Ottokar. Es heißt ja bei Grillparzer nicht, tritt hin auf jeden. Unser Anspruch, unsere Erzählung, unsere Hoffnungen, jetzt noch mit ein bisschen notwendigem Grün ins Rote. Kann man auch wirtschaftstheoretisch, ja, man kann das mehrfach interpretieren. Kein Baum ist so blöd, dass er ewig weiter wächst. Aber was er macht, wenn er seine Größe erreicht hat, muss ein Sinnbild sein. Transformation von Gift in gesundes Klima mit stolzer Krone. Und ich sage Ihnen, das scheue Reh wird in dieser Welt äsen, aber nicht mehr entwischen. Sind wir stolz? Sind wir bereit? Warum sage ich wir? Ich bin ein literarischer Preisträger und kein Parteisprecher. Aber ich kann Ihnen sagen, warum ich als freier Geist hier und jetzt wir sage, weil ich ein Herz habe und weil ich spüre, dass es hier wieder stärker schlägt. Herzlichen Dank, Robert Menasse. Schnell lassen wir dich nicht rauchen. Wir haben vieles heute mit dir gemeinsam
durchlebt. Danke vielmals für diesen wunderschönen Text. Du hast gemeint, später dann irgendwann einmal, wenn er veröffentlicht ist, wie wäre es mit morgen? In der Zeitung morgen? Einfach für uns alle morgen. Möchtest du den Text veröffentlichen? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon sagen kann, weil wenn es dann nicht passiert oder nicht stattfindet, dann ist es peinlich. Aber mir ist angeboten worden, im nächsten Spektrum 5 Seiten zu haben, was ein Flash ist. Und dann habe ich nicht Nein sagen können. Wunderbar, wir hören das sehr, sehr gerne. Aber es gibt ja auch Medieneigentümer und so. Also ich sage nur, was mir heute gesagt wurde. Wir hören es sehr gerne. Robert Menasse, tausend Dank. Danke vielmals. Und ich weiß nicht, wie lange die beiden, nämlich Robert Menasse und Andreas Babler, diesen Auftritt geübt haben zum sozusagen richtigen bildungspolitischen Schlagwort LaSalle. Aber lieber Andi Babler, ich darf dich auf die Bühne bitten und dir auch noch kurz das Rednerinnenpult übergeben. Erstens, weil ich das letzte Mal, als wir gemeinsam auf einer Bühne waren, vor 600 und ein bisschen was Delegierten in Linz, ich dir nicht gratulieren konnte, weil ich damals jemand anderem gratuliert habe. Das möchte ich daher gerne heute persönlich nachholen. Und zweitens glaube ich, es ist allen hier ein Bedürfnis, auch noch ein paar Worte von dir zu hören. Andi Babler, bitteschön. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Doris, lieber Hannes, liebe Gertrud. Schön, wieder hier zu sein, wieder ein Stück auch Heimat zu spüren. Über all die Jahre ein fixer Bestandteil auch meines politischen Lebens hier im Kreisky-Forum bei vielen Veranstaltungen. Meistens zuhörend, manchmal sogar auch mit einem Privileg mitwirken zu dürfen. Und es ist wirklich schön und ich darf euch allen heute hier herzlich gratulieren zu euren Preisen, die ihr bekommen habt. Robert, dir auch stellvertretend nochmal für den Hauptpreis. Ein wahnsinnig ehrwürdiges Haus, ein wahnsinnig ehrwürdiger Rahmen hier und das, was ich gehört habe, eine wahnsinnig starke Rede. War ein anstrengender Tag, ich habe heute keine Rede vorbereitet. Ich gebe zu, beim Parteitag haben wir ein bisschen was überlegt gehabt. Aber wenn ich euch die Wahrheit sage, dass ich um 2:30 im Hotelzimmer nochmal die Rede komplett verworfen habe und dann noch mehr auf mein Herz gehört habe in der Rede. Und so ähnlich ist mir jetzt auch bei dir gegangen, nämlich genau was den Schluss ausdrückt. Es war heute ein langer Tag, der formal mit, glaube ich, 5 Sitzungen in Folge, Doris, begonnen hat über Präsidien und Clubvollversammlungen in dem ganzen Bogen. Und wo es uns gelungen ist, auch die Breite der Sozialdemokratie auch formal wieder spürbar und herzeigbar zu machen, das hat uns irrsinnig stolz gemacht. Also auch in unserem anschließenden Statement, jetzt nach Abschluss einer, ich soll es vorsichtig formulieren, einer sehr ereignisreichen und sehr emotionalen Woche für uns allen und nicht nur ganz persönlich, mit vielen schnellen Umschlagen in eine neue Qualität, würde man es bezeichnen. Aber dass es uns sehr berührt hat, heute auch als Partei auch wertschätzen zu können wieder und eine wahnsinnig starke Geschlossenheit auch zu zeigen. Und der Ausdruck meines Statements am Schluss war dann gemeinsam mit dem neuen Team, das wir heute auch gebracht haben, auch personell in die Führungspositionen unserer Partei gebracht haben, auch zu signalisieren, das, was bei dir jetzt so spürbar war, was mich leider mit dir gemeinsam auch sehr stark verbindet, nämlich sehr nah am Wasser gebaut zu sein, dass wir tatsächlich diesen Anspruch haben, wieder nicht nur als Sozialdemokratie eine Bewegung zu sein, die sich orientiert an Emotionen, die sich orientiert auch an Tränen, auch an Leidenschaft, die wir ganz persönlich ausdrücken wollen, aber die ja viele Menschen mitbegeistern kann, unsere Leute mitbegeistern kann, auch als eine Bewegung, die nicht nur wissenschaftlich, inhaltlich, konkret, sondern auch mit Emotion und mit Leidenschaft hinter unserer Bewegung steht. Und das ist das, was wir jetzt spüren, was wir versuchen auch hinauszutragen, möglichst vielen Menschen. Und wir haben uns so gefreut, nicht nur über Parteibeitritte, weil die Parteibeitritte zeigen auch die gewisse Breite, die die Sozialdemokratie auch wieder jetzt sehr stark ansprechen kann, aus unterschiedlichsten Lebensrealitäten heraus, aus unterschiedlichsten Biografien heraus,
und unterschiedlichsten Altersstrukturen heraus, aus unterschiedlichen Motiven, die schlussendlich dazu geführt haben, dass man erkennt, dass die Sozialdemokratie nicht eine Partei ist, wo man beitritt, sondern dass sie ganz persönlich mit sich selbst auch etwas zu tun hat. Oder mit seinen Kindern oder mit seinen Enkelkindern oder mit seinen Eltern, die Unterstützung auch schon brauchen. Das ist ein ganz persönlicher Zugang, nicht abstrakt einer Partei beizutreten aus irgendeiner Halbmotivation, sondern zu wissen, es hat ganz persönlich was mit mir zu tun. Das ist eine der stärksten Momente, die wir in der Sozialdemokratie auch tatsächlich ausdrücken können. Ja, und jetzt habe ich Verantwortung übernommen, um dem Robert ein bisschen auch zu zitieren aus seiner letzten im Zentrums Auftritten, wo er mich beschrieben hat als lernfähiger Provinzbürgermeister. Darf ich jetzt dann auch in voller Demut und aus eben dieser auch hier die Geschicke dieser sehr stolzen Partei auch versuchen zu lenken. Ich hoffe, du schaust halbwegs gnädig auf diese Entwicklungsgeschwindigkeit. Ich kann da versprechen, ich bin sehr schnell lernfähig in diesen Bereichen. Und es freut mich wirklich. Es geht um ganz große Geschichten, auch wenn wir international denken. Ich habe auch versucht, gleich klarzumachen, dass ich dafür werbe, nicht nur in unserer Wahlkampagne Geschichte groß zu machen, wieder die Sozialdemokratie so stark unterscheidbar macht. Egal, wo wir zusammenkommen, egal, ob es hier jetzt im Kreisky-Forum ist. Wir wissen, dass zeitgleich über die Zeitzonen verschoben Genossinnen und Genossen, Menschen zusammensitzen, die genau sich dieselben Grundfragen stellen, die genau dieselbe faire, gerechte Entlohnung in ihren Arbeitsprozess erkämpfen müssen tagtäglich, die genau so raffen müssen darum, dass sie ihre Lebensgrundlage erhalten können. Denken wir an die Kämpfe, die unsere Genossinnen und Genossen sehr hart führen müssen, wenn es um ihre Trinkwasserzugänge in ihren Ländern anbelangt. Dass sie ein Recht auf leistbaren Wohnraum haben, dass sie ein Recht haben, auch aus der Kindersicht heraus eine Lebensperspektive zu bekommen, immer aus einer rechten Diskussion heraus, aus unseren Gründungsmomenten, jetzt sozusagen das auch wieder klar spürbar zu machen, dass wir Organisationen sind, die um Rechte kämpfen, die uns allen zusteht. Und das ist die neue Philosophie, die wir gespickt mit einem Zugang auch von der Selbstsicherheit wie der Sozialdemokratie eben tatsächlich zu sein, die sich auch nicht davor scheut, diese Auseinandersetzung zu führen. Die Sozialdemokratie ist, die sich auch von nichts und niemandem fürchtet. Und dieses Selbstbewusstsein mitzutragen, Menschen anzustecken, im positiven Sinne mit uns mitzukämpfen. Deswegen freuen wir uns über jeden Neubeitritt, wer noch nicht das erledigt hat. Ich bin gerne bereit, die Kontaktdaten entgegenzunehmen. Wir sagen zu allen, die jetzt kurz beigetreten sind, die seit Jahrzehnten mit uns mitkämpfen, herzlich willkommen in der Familie, in der Sozialdemokratie. Wir freuen uns wirklich über jede Einzelne und jeden Einzelnen, der mit uns mitkämpft. Und auch zur internationalen Politik, das Kämpfen darum, auch wieder dieses Privileg spürbar zu machen, das ich gerade sehr persönlich beschrieben habe, was Genossinnen zeitgleich machen. Auch wieder eine verstärkte Rückkehr der internationalen Politik, der Beschäftigung mit internationaler Politik, als selbstverständlich der Sozialdemokratie wieder diesem Anspruch einen größeren Raum zu geben. Es kann nichts Schlimmeres passieren, als generell alles in einen Rückfall in nationalstaatliche Denkweisen. Wir wissen, dass die großen Hebel auf internationalen Bühnen stattfinden, die großen Hebel, die beispielsweise Eingriffe machen in die Steuerungspolitik, Hebeln der Finanzstruktur und vielem anderen, dass die großen Hebel sind, die wir jetzt durchkämpfen müssen, auch in Mindeststandards, wie wir es jetzt auch gezeigt haben, in den Lieferkettenverpflichtungen von Konzernen, die unsere Genossinnen und Genossen auch auf der europäischen Ebene nach langen Prozessen durchgekämpft haben und vieles andere mehr. Es zahlt sich einfach aus, auch wieder international, sozusagen aus der Sozialdemokratie heraus, den Selbstanspruch auch zu stellen, dieses Privileg auch spüren zu können, eine Organisation, die immer stark war, weil sie auch eingebettet war in eine starke internationale. In dem Sinne ist es auch zu begreifen, was die Hauptaugenmerke in der Sozialdemokratie auf die europäische Ebene anbelangt, dass wir bei all den sozialen Kämpfen, die wir natürlich führen, jetzt Seite an Seite mit dem neuen Europäischen Gewerkschaftsbundpräsident, der natürlich jetzt auch mit frischer Motivation in einem neuen Amt genau an diese Herausforderungen mit frischem Mut und mit einer Sozialdemokratie und mit einer Gewerkschaft in Österreich eine Stärke hat, was die kollektivvertragliche Organisierung in allen Arbeitsbereichen anbelangt, auch genau das mitzukämpfen und einen anderen Feld auch zu denken, was die Alternativen sind. Ich habe selber Erfahrungen gemacht, die ganz grausam war, wenn man sie dann hautnah auch miterleben kann. Vor kurzer Zeit bei meinem Besuch in Bihać gemeinsam mit der SOS Balkanroute, wo Menschen halt vor Ort helfen und wirklich mit der Stadtverwaltung gemeinsam Menschen unterstützen, die dann einmal auch ganz persönlich zu spüren, was es heißt, dass mitten in Europa
diese sogenannten grauslichen Pushbacks stattfinden, was das auch wirklich heißt, zu probieren, trotzdem wieder über den Hügel einmal zu kommen, mit Wärmebildkameras, von Hunden gehetzt zu werden, körperlich geschlagen zu werden, Verwundungen zu haben und dass das sozusagen nicht das ist, was wir wollen. Nämlich auf der anderen Seite Urbanisierung, gesellschaftspolitische Einschränkungen, persönliche Rechte einschränken, Medienrechte einschränken und gleichzeitig auch die Orientierung darauf, dass wir auf Festungen von Europa orientieren in einer politischen Ausrichtung. Und das ist der Satz, den ich auch gerne zitiere, auch von Franz Franitzky, also Festungen, die gebaut werden, die enden geschichtlich in Ruinen. Und wir wollen kein Europa der Ruinen, wir wollen ein progressives, liberales, sozial ausgebautes Europa, auch in der Europäischen Union. Und das ist der Zugang auch in diesen Fragen. Und deswegen freut es mich, dass ich heute auch trotz unvorbereiteter Rede heute hier sein darf. War mir persönlich ganz wichtig, noch vorbeizueilen, nach einem harten Tag so viele von euch zu sehen, die mitfeiern bei unseren Preisträgerinnen und Preisträgern. Und ich darf euch versichern, dass wir jetzt dann mit vollem Schwung auch in der gesamten Breite der Bewegung mit jeder und jedem Einzelnen und den vielen Tausenden, die wir hoffen, auch noch bald mitzuorganisieren in unserer Familie, auch ein Stück mehr für mehr Gerechtigkeit und Solidarität in diesem Land zu sorgen. Vielen Dank, dass ich ein paar Minuten zu euch sprechen habe dürfen. Danke für deine wunderbare Rede, die ich zumindest restmäßig noch hören habe dürfen. Danke für deine Ausführungen zum Marxismus. Nächstes Mal rede ich vor der ZIP2 mit dir, aber die Sendezeit hätte ich nicht in diesen Fragen. Und ich darf euch noch einen schönen Abend wünschen. Glück auf. Herzlichen Dank an die Babler. Meine Jungs würden das, was zwischen euch abgeht, so als Bromance bezeichnen. Also Robert Menasse, Andy Babler, das ist sozusagen das Dreamteam zwischen Politik und Literatur und beide nah am Wasser gebaut. Also es ist schön, dass es so menschelt und das meine ich überhaupt nicht zynisch. Ein herzliches Danke für diesen wunderschönen Abend hier. Bevor ich an unsere Gastgeberin Gertraud Auer übergebe, noch ein kleiner Hinweis von mir. Zunächst noch einmal bitte an alle Preisträgerinnen, an den Preisträger, an den Verlagspreisträger und an die Laudatorinnen und Laudator. Es wird danach noch im Park versucht, solange das Licht noch stabil ist, ein schönes oder mehrere schöne Fotos zu produzieren. Ich darf hinweisen, dass der ÖGB-Verlag einen Büchertisch hat und darf Sie auch darauf hinweisen, dass die anwesenden Autorinnen, Autor auch noch signieren. Dazu wurde im berühmten Wohnzimmer alles vorbereitet. Und ich darf jetzt an dich, liebe Gertraud, abschließend übergeben. Danke für diesen schönen Abend und auf Wiedersehen. Ich bin das Schlusslicht. Ich bin das Schlusslicht von einem großartigen Abend. Ich danke allen, die da sind. Ich danke für die Beiträge, für die Reden. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Und ich danke auch unserem Vorsitzenden Hannes Swoboda, dass wir das heute wieder bei uns machen durften. Es ist eine große Freude und eine große Ehre für uns im Kreisky-Forum, den Bruno-Kreisky-Preis für das politische Buch zu beherbergen. Und ich entschuldige mich nochmal fürs zu spät kommen. Ich musste vom Flughafen herüberrasen sozusagen. Danke noch einmal an alle. Wir laden euch jetzt in den Garten ein zu Wein und Brot oder so irgendwie. Einen schönen Abend noch. Danke.